Wir machen heute eine Tour von Hamburg nach Bremen. Ich wollte eigentlich ursprünglich nach Berlin, aber die Bahn hatte so Probleme und Verspätung, dass ich mir überlegt habe, dass ich in der Nähe nach Bremen fahre. Also sehen wir uns gleich in Bremen. Wir sind jetzt Bremer Hauptbahnhof und 49 Euro Ticket hat es geregelt. Jetzt gucken wir uns Bremen an. Wir gucken uns jetzt gemeinsam Bremen an. Einfach geil. Für 49 Euro ganz nach Deutschland. So, was ist denn hier? Mal sehen, was hier noch so alles gibt. Es werden auf jeden Fall viele weitere Städte folgen, die wir gemeinsam uns angucken werden. Tschüss, wie er rast. Das Gute ist, ich habe mehrere Akku-Packs dabei. Das heißt, wenn ein Akku von meiner Kamera leer geht, hole ich das nächste. Also Vorrat ist auf jeden Fall gesorgt. Gucken wir uns mal die Straße an. Was gibt es da so zu sehen? Da war auf jeden Fall so ein blöder Blick. Aber Leute, wir sind in der Öffentlichkeit. Und niemand außer mir kann mir sagen, dass ich hier nicht filmen darf. Ich filme, wo ich Bock habe. Guckt euch das mal an, wie versifft das aussieht. Gehen wir mal diese Seite einfach geradeaus durch und dann wieder zurück. Das nenne ich Ghetto Vibes. Hört ihr es, Leute? Die Belüftungsschachtel. Südtiroler Hütte. Südtiroler Hütte. So ein Hotel. Ah, da sind Busschatten. In Hamburg sieht das ganz anders aus. Del Moor ist Neustädter Hafen gesperrt. Aktion für Obdachlose. Cinemax kenne ich natürlich. Wir sind hier in Bremen. Ich muss echt sagen, die Straßenbahnen in Bremen haben einen gewissen Charme und Flair. Nennt sich ja Tram. Das war einmal so drumherum, Bremen Hauptbahnhof. Aber hier muss man echt drauf achten, auf diese Gleisdinger. Das ist schon irgendwie cool, da könnte ich auch echt mal fahren. Nicht schlecht. Leute, guckt euch das mal an. Das ist ja echt uralt, bestimmt 200, 300 Jahre oder ein paar hundert Jahre. Es ist auf jeden Fall auf dem Buckel. Überseemuseum. 1891, 1994. Okay. Ist auf jeden Fall jünger, als ich es geschätzt. Auf jeden Fall ist das nicht so alt, Leute. Ich habe das schon viel älter geschätzt. Das Gebäude. So von der Aufmachung her. Aber ich muss sagen, Bremen ist ja richtig belebt. Geiles Wetter, was will man noch? Ich wollte ja ursprünglich nach Berlin. Aber da gab es zu viele Bahnverspätungen, deshalb habe ich es jetzt einfach gelassen.
Und deshalb ist jetzt heute Bremen meine Station. Oh, da ziehen sich ein paar irgendwelche eine Leine. Ist nicht so schön. Übel, Leute. Mal sehen, was ist das denn? Betonstein. Irgendwelche Infos. Todes. Also vom Krieg. Todesmauer nennt sich das. Mit der Bremer Tram zu fahren, der Straßenbahn, hat sehr viel Spaß gemacht. In Hamburg wurde das auch mal geplant, aber durch viele Protesten und Demonstrationen haben sie es dann untersagt und gelassen.